5,99 Meter, eine tolle Sitzgruppe mit einer großartigen Bank, dem besten Bett, was man vorne in der Sitzgruppe bauen kann, eine Kühlbox, die von innen und außen zu beladen ist, Fußbodenheizung, toller Schlafkomfort und ein moderner Möbelbau. Das ist der Westfalia Columbus 601 aus dem Modelljahr 2020. Und den zeigen wir euch jetzt ausführlich mit allen Details in diesem Video. Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unbedingt unter dem Video, was ihr euch jetzt gerade anguckt auf dem Handy, gibt es den Abonnieren-Knopf. Den solltet ihr einmal drücken. Wenn das abonniert ist, erscheint daneben die kleine Glocke. Einmal drücken und dann auf alle Mitteilungen anklicken. Dann kriegt ihr, wann immer wir neue Videos veröffentlichen, einen kleinen Hinweis und könnt entscheiden, ob ihr das Video schauen wollt oder nicht. Viel Spaß mit dem Video und jetzt geht's los. Dieser Westfalia 600D stammt aus dem Modelljahr 2020, das heißt, es ist ein ganz aktuelles Fahrzeug. Und wir haben hier, das kann man wunderbar erkennen, Außenfarbe weiß und das, was man auf den ersten Blick gut sehen kann. Wir haben das Fahrzeug als Maxi-Chassis hier stehen. Das erkennt ihr daran, dass er hier vorne die Radläufe hat. Zugelassen ist er trotzdem als 3,5-Tonner. Das Maxi-Chassis ist technisch gesehen eigentlich der 4-Tonner. Also wenn man jetzt sagen würde, ich transportiere einen schweren Roller oder habe was anderes vor, so ein Fahrzeug können wir euch auflasten auf bis zu 4,25 Tonnen in allen Varianten. Dieses Fahrzeug hier hat die 16 Zoll Aluminiumfelgen, die Fiat ab Werk mit verbaut. Da verlinken wir euch oben in der Box nochmal Felgenvarianten, zum Beispiel von OAC die 18 Zoll Felgen. Aber wenn ihr soweit seid, schauen wir uns das ganz genau im Detail an. Ja, auf den ersten Blick kann man wunderbar sehen, wir haben beim Columbus immer serienmäßig die Seitz S7 Rahmenfenster. Das heißt, wir haben einen festen, umlaufenden Aluminiumrahmen mit den bündigen Fenstern. Das heißt, es ist zum einen schön windschnittig, ist in Sachen Diebstahl sicherlich etwas schwerer als mit anderen Fenstern. Aber vor allem ist es die schicke Optik. Bei Westfalia immer in diesem zwei Farbkonzept, die Wagenfarbe und dann relativ viel Schwarz mit den mattschwarzen Folien. Den Fiat-Teilen hier unten in Schwarz. Und oben drüber, wenn man eine Markise bestellt, auch die Markise in Schwarz. Wenn man da noch ein bisschen was machen will, auch da seht ihr in dem Video, was wir eben verlinkt haben, was wir noch an Folierung zusätzlich machen können. Da haben wir einen super Folierer an der Hand, der uns da hilft. Auch bei diesem Westfalia Columbus haben wir darauf geachtet, dass wir den Kühlergrill in Schwarz glänzend nehmen. Serienmäßig hat der Columbus sowieso schon hier die Scheinwerferrahmen in dem Dunkel. Und so wird das einfach ein harmonisches Gesamtbild. Und gerade bei so einem weißen Auto mit den schwarzen Anbauteilen, glaube ich, ist der schwarz glänzende Kühlergrill was, was man unbedingt machen sollte. Ja, für diejenigen von euch, die sich noch nicht sicher sind, ist der Westfalia Columbus eigentlich das Richtige für mich? Was gibt es denn noch für Alternativen zu dem Westfalia Columbus? Verlinken wir euch unten in der Infobox bei den ganzen technischen Daten zum Fahrzeug. Die anderen Fahrzeuge von Lastrada zum Beispiel gibt es den Avanti L, das ist der gleiche Grundriss in der gleichen Höhe, oder den Avanti XL, gleicher Grundriss, aber etwas höher. Von Westfalia gibt es noch das Schwestermodell Columbus 601 und bei Pössl mit dem Pössl Tubin Plus, dem Pössl Summit 600 Plus und zwei, drei Alternativen, die wir euch auch verlinken, natürlich auch verschiedene Alternativen. Was da für euch das Richtige ist, da beraten wir euch gerne. Wer sagt, der Westfalia Columbus 600 gefällt mir super, aber eigentlich brauche ich Längsbetten, schaut sich einfach das Video vom Columbus 641 an, da oben in der Infobox verlinkt. Und wer sagt, der ist super, aber zu groß, der schaut sich das vom Columbus 45 an. Verlinken wir euch auch. Wer sich all das angeschaut hat, kann danach ins Bett gehen, dann ist der Tag nämlich rum. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie es in dem Westfalia Columbus hier weitergeht. Auch hier hinten im Heckbereich haben wir natürlich die Rahmenfenster mit drumherum. Aber wir schauen jetzt mal, wie der Heckstauraum hier hinten drin ist, weil das für ein 6-Meter-Fahrzeug, also 5,99 Meter, schon eine relativ große Besonderheit ist. Die meisten Fahrzeuge sind nämlich so ausgelegt, dass sie auf der Seite den Gaskasten haben und auf der Seite den Frischwassertank. Westfalia hat bei fast allen Fahrzeugen das ganz klare Konzept, oder eigentlich bei allen Fahrzeugen,
Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank und gekocht wird nur mit Gas. Und dadurch habe ich natürlich einen sehr aufgeräumten Stauraum, weil ich viel weniger Raum für Gas brauche. Das Tolle hier ist, ich kann das Bett nach oben klappen. Und so kann ich es zum einen zum Transport für hohe Sachen benutzen. Aber wir haben zum Beispiel viele Fahrradfahrer dabei, die ihre hochwertigen Fahrräder hier einfach wunderbar reinstellen und dann mit dem Stauraum gut klarkommen. Und wenn ich mehr Bewegungsfreiraum im Innenraum haben will, dann kann ich das da vorne entriegeln und dann kann ich den ganzen Schlitten nach hinten ziehen und jetzt wandert das Bett dementsprechend von innen mit und dann habe ich einfach mehr Bewegungsfreiraum, komme an den Gaskasten ran, der da drin ist und habe hier über dem Frischwassertank, der da drin ist, nochmal so eine Ecke, wo ich wunderbar Handtücher, Wolldecken und sowas verstauen kann. Für heute schieben wir das erstmal mit nach vorne, um da zu schauen. Ja, für die meisten Leute ist, gerade wenn ich Fahrräder oder Aktivsportler bin, dann will ich natürlich wissen, was passt da rein. Wie gehabt werden wir das natürlich auch hier messen. Wir haben hier in der Breite 1,86 Meter und dann haben wir in der Tiefe, na, das nehmen wir mal raus. ...73 cm hier und hier ist ein bisschen weniger, hier sind es 63 cm, also da springt es 10 cm vor. Und damit wir die Maße ganz haben, 65 cm da dazwischen und das allerrelevanteste Maß, und dann sind wir auch fertig mit Zentimetermaßen, hier hinten ist die Höhe zum Stauraum. Wenn das Bett runtergeklappt ist, haben wir 77 cm. Also wenn ihr überlegt, ob euer Fahrrad reinpasst, einfach mal Vorderrad rausnehmen, absenken, dann passen viele der Sporträder hier hinten mit rein. Ja, ganz praktisch, hier hinten haben wir in der Ecke, das ist eine Option bei Westfalia, die Außendusche. Da gibt es eine Duscharmatur, die draufgesetzt wird. Und dann haben wir natürlich warmes und kaltes Wasser und ich kann das wunderbar hier durchführen und mich dann draußen ganz entspannt abduschen, ohne dass ich irgendwie eine Außendusche habe, die durch die Wand nach außen geführt ist. Und damit ist es natürlich viel frostsicherer. Ebenfalls serienmäßig mit dabei, wenn du einmal da um die Ecke guckst, haben wir im Heckstauraum 230 Volt und 12 Volt Steckdosen da unten in der Ecke. Genau da. Und oben drüber im Bettbereich, wo wir gerade so schön stehen, haben wir nochmal am Kopfende vom Bett oder Fußende, das Bett ist quadratisch, ihr könnt liegen, wie ihr wollt, die USB-Steckdose. Wenn ich fertig mit beladen bin, kann ich das hier runterklappen und habe das praktisch hier. Was man toll sehen kann, ist, wir haben ein punktelastisches Lattenrost und darüber eine hochwertige Kaltschaummatratze mit einem Reißverschlussbezug drüber. Das heißt, ich kann den Bezug abnehmen und waschen und kann das auch teilen, dass ich einzelne Teile rausnehmen kann, wenn ich jetzt wirklich hochgeklappt fahren möchte. Für große Leute, die quer hinten drin schlafen, ist der Westfalia oft echt gut geeignet, weil Westfalia eigentlich immer versucht, an den Kopf- und Fußenden der Betten möglichst keine Fenster zu haben, um keine Liegelänge verloren zu gehen zu lassen. Das heißt, wir haben hier auf beiden Seiten keine Fenster, die kann ich auch nicht bestellen, selbst für Geld und gute Worte nicht. Und dadurch habe ich aber ein recht großes, langes Bett. Wir haben hier 1,93,6 Meter, also knapp 1,94 Meter. Und darf ich einmal die Tür zumachen, damit wir wirklich die, wollen ja nicht schummeln. So. Matratze ist genau 1,40 Meter, aber bis zum Fenster habe ich nochmal 5 cm mehr Raum. Also 1,40 mal 1,94 Bett hier hinten. Und dazu ein bisschen mehr Raum, wenn ich die Ausbeulung mit dabei sehe. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Auto und schauen uns an, ob euch der Columbus von innen gut gefällt oder auch nicht. Auf den ersten Blick schon von draußen könnt ihr, glaube ich, wunderbar sehen, dass der Westfalia ein ganz anderes Konzept verfolgt.
Wir haben einen relativ clean Möbelbau. Den einen ist es zu kühl, aber für die Leute, denen Westfalia gefällt, ist das genau die Lösung. Das heißt, wenn ihr sagt, das gefällt mir, kann ich euch an dieser Stelle sagen, eigentlich ist die Suche jetzt beendet, weil es was Vergleichbares kaum gibt. Ja, wie bei den meisten Autos im Kastenwagensegment haben wir auch beim Westfalia, das ist dort im Chassis Plus Paket versteckt, die Fliegengittertür mit dabei und das, was den Columbus 600 von seinem Bruder Columbus 601 abhebt, ist die Gestaltung des Küchenblocks. Wir haben nämlich hier eine Kompressorkühlbox, die ich so rausziehen kann. Kommt auch gleich das schicke Westfalia-Logo hier vorne zum Vorschein. Ja, Kompressorkühlbox, da scheiden sich die Geister letztendlich dran. Ich finde es eine tolle Geschichte. Die Vor- und Nachteile sind einfach zusammengefasst. Perfektes Kühlkonzept, kein Gefrierfach, die Kälte kann nicht rausfallen, wenn ich sie aufmache und habe dadurch einfach das ganz toll. Und für mich das alles entscheidende Kriterium ist, ich komme von innen und von außen an die kühlen Getränke ran. Aber sagt selbst, was euch gefällt. Wenn ihr sagt, klassischer Kühlschrank wäre mir lieber, nehmen wir einen Columbus 601. Der kann alles andere genauso gut, aber eben mit einem anderen Kühlschrank und einem anderen Küchenblock. So, und jetzt schauen wir mal, wie der Columbus 600 von innen aussieht. Ich würde vorschlagen, als erstes machen wir mal so ein bisschen Faktencheck, damit wir gar nichts vergessen. Also, ich habe mir das mal grob angeguckt. Dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, mit 160 PS, weiß, Maxi-Chassis, Handschaltung und allem, was dazugehört, hat einen Listenpreis von knapp unter 70.000 Euro. 69.212, um ganz genau zu sein. Der Grundpreis von dem Auto mit 140 PS ist 54.580 Euro. Wie sich das im Einzelnen zusammensetzt, ist, glaube ich, heute egal. Aber dann habt ihr ein ganz gutes Gefühl. Und was der für euch gültige Preis ist, rechnen wir euch dann im Detail aus. Und auch nicht vergessen an der Stelle, damit es nicht wieder auf dem Deckel gibt, es tut mir leid, wir vergessen mal was, haben wir die Gewichtsbilanz. Masse im fahrbereiten Zustand vom Columbus 600D ist 2.935 Kilo. Dann haben wir natürlich hier ein ganz paar schwere Extras mit dem Maxi-Chassis, der Markise und all solchen Dingen mit dabei, dass wir unterm Strich auf knapp 3.200 Kilo Masse im fahrbereiten Zustand kommen. Das heißt, bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bleiben 300 Kilo Zuladung. Das ist okay, aber wer auflasten will, dem zeige ich, wie es geht. Eines der absoluten Highlights beim Columbus 600D ist die gesamte Konfiguration der Sitzgruppe. Zum einen vom Sitzkomfort, das schauen wir uns gleich an, aber vor allem das Bett. Wir können nämlich hier das meiner Meinung nach beste umbaubare Zusatzbett in der Sitzgruppe bauen. Und damit ihr seht, wie schnell das geht, machen wir das mal eben schnell. Einfach Kopfstützen rausziehen, einmal entriegeln. Und dann klappe ich den ganzen Mechanismus einfach rüber und bin im Prinzip schon fertig. Habe ein richtig großes Bett, müsste es noch einmal unten sichern, damit das nicht wie so ein Schweizer Messer wieder zusammenklappt, um da blöde Missverständnisse zu vermeiden. Und habe eine richtig große Liegefläche. Dadurch, dass ich nichts für meinen Laser habe, messen wir mal so. Wir haben 1,80 Länge. Na gut, wo messe ich die mal? Der Verkäufer misst an der breitesten Stelle, würde ich sagen. Gefühlte Breite 1,20, ist natürlich ein bisschen in die eigene Tasche gelogen. Wir haben hier 1,08 Meter Matratzenbreite und an den schmaleren Stellen, ja, ein guter Meter. Ein Meter haben wir letztendlich. Westfalia verkauft es als Doppelbett, das halte ich für relativ optimistisch. Es ist ein sehr breites Einzelbett und ich habe da mal eine Nacht drauf geschlafen, wenn man sich ein bisschen diagonal legt. Dadurch, dass ich keine Begrenzung am Fußende habe, ist das schon perfekt. Das Tolle ist eben, dadurch, dass ich beim Aufbau keine Rücksicht auf Sitzbank oder sowas nehmen muss, habe ich hier eine topfebene Liegefläche. Und auf der anderen Seite, wenn ich es wieder zurückklappe, einfach ein bisschen anheben, auf der anderen Seite auch eine toll ausgeformte Sitzbank. Wir stecken mal schnell. Ich mag es aufgeräumt, die wieder da rein. Und dann haben wir wirklich in wenigen Sekunden ein perfekt gebautes Bett. Das Tolle hier ist, dass einfach die Sitzbreite großartig ist. Wahrscheinlich die breiteste Bank, die man in so einem Ducato haben kann. Mit, ja, 1,7 Meter, 8, 9, 10, je nachdem, wie man misst. Zwei Isofix-Befestigungspunkten. Und ich setze einfach mal mich da als Referenzpunkt hin. Guck mal, ich sitze jetzt hier wirklich entspannt, ohne dass ich mich irgendwie Schultern krumm mache. Also, ich habe eine schlechte Haltung, aber ohne, dass ich sie absichtlich rund mache. Und passe hier wunderbar hin. Und da würde auch noch ein zweiter von meinem Format hinpassen. Und ich würde sagen, das ist eins der wenigen Autos, wo der Sitzkomfort in der Sitzgruppe hinten tatsächlich so gut ist wie vorne. Wichtig für Familien. Jetzt sagen die Familien natürlich, aber wo soll ich hier schlafen? Dafür gibt es dann bei Westfalia das Aufstelldach. Das heißt, ich kann den Columbus 45 und den Columbus 600 und 601, wo wir jetzt hier drin sind, mit Aufstelldach ordern. Und dann habt ihr ein echtes Auto für vier Personen.
Ein Erwachsener kann hinten neben einem Kindersitz sitzen. Doppelbett hinten, großes Hubdoppelbett da oben. Denke ich für Familien eine relativ gute Lösung. Wir verlinken euch, glaube ich, auch einfach mal oben links in der Infobox das Video zum Columbus 45. Da seht ihr das Aufstelldach und genau das gleiche Aufstelldach kann ich hier drauf auch machen. Ja, vom Sitzkomfort, das ist schon ziemlich perfekt. Ich hole uns jetzt mal den Tisch mit dazu, dass ihr sehen könnt, dass auch wenn der Tisch da ist, mein Bäuchlein dahinter passt. Der Tisch hat hier oben seinen festen Platz. Da ist er während der Fahrt arretiert, nichts kaputt machen. Einmal das Tischbein rausklappen und dann wird er so grob aus 45 Grad hier reingehängt. Hat zusätzlich noch den Ausschwenkbereich. Und bevor ich das aufbaue, einmal mein Maßband. So haben wir damit auch der Beifahrersitz gut rankommt und so können die vier Personen dann auch sitzen. Der normale Tisch hat 1,02 Meter und das ist das, was Westfalia Schwenktisch nennt. Nochmal 40 cm on top, das heißt 1,40 Meter. Und das ist der breite Tisch mit etwas mehr als 46 cm. Es gäbe auch noch einen schmaleren, aber hier ist es ernsthaft genug Platz. Ich kann es sogar noch, vorsichtig, dass ich dich nicht verletze, eine ganze Ecke zu mir holen und finde es so wirklich komfortabel. Mir gefällt es gut. Eins der entscheidenden Dinge beim Westfalia, die wirklich cool sind, ist das Lichtkonzept. Aber dadurch, dass wir heute einen fast sommerlichen Tag haben, ist es ein bisschen zu hell. Und deswegen werden wir für euch jetzt mal das Auto ganz kurz dunkel machen und eine Nachtszene nachstellen. Ab geht's. So dunkel ist der Westfalia Columbus nachts. Aber dann gibt es ganz viele Lichter. Wir haben hier eine indirekte Beleuchtung. Wir haben Leselampen. Machen das mal beides an. Dann haben wir hier drüben das Licht über der Küche. Wir haben das Licht in der Nasszelle. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber auch die indirekte Beleuchtung hier. Den hellen Spot dort. Die indirekte Beleuchtung hier. Und dann haben wir an jedem Bett an dem Bett auf jeder Seite eine indirekte Beleuchtung. Und nochmal zwei einzeln zu schaltende Leselampen. Also einfach unfassbar viele Lampen insgesamt. Das Tolle am Columbus ist, dass ich hier dann einen Dimmer habe. Damit kann ich alle indirekten Lampen runterdimmen und wieder hell machen. Und dadurch kann ich mir die Stimmung so schaffen, wie ich sie gerne haben will. Aber wir reden von Urlaub, Sommer, Sonne, Strand und deswegen lassen wir jetzt das echte Tageslicht wieder rein. Draußen ist nämlich richtig schön. Der Küchenblock im Columbus 600D ist zum einen im Prinzip ein normales Format. Wir haben hier sinnvoll verarbeitet zwei Gasflammen und nicht irgendwie drei auf dem engen Raum. Wir haben auch hier einen Zünder, ganz normalen Gaskocher, für zwei Töpfe gut geeignet. Der ganze Küchenblock ist relativ schmal, weil wir die mega breite Sitzbank haben. Dadurch ist der Durchgang hier jetzt nicht so mega breit. Ich kann aber, das kriegen wir über eine Sonderkonfiguration hin, auch die schmale Sitzbank aus dem Columbus 601 bestellen. Dann hört die Bank ungefähr hier auf und dann habe ich einen sehr breiten Durchgang hier in der Mitte. Ja, hier im vorderen Bereich habe ich keinerlei Schubladen, weil da ja die Kühlbox von der Seite drin ist. Die Schubladen fangen dann hier hinten erst an. Das oberste ist noch das Fach, was einfach den Raum unterm Waschbecken nutzt. Ups, zu. Und darunter haben wir die Schubladen. Das ist jetzt der Duschvorhang, der hier einfach mit massiven Auszügen drin ist. Alles mit Softeinzug und den Pushlocks. Da unten die Schublade etwas größer. Und der richtige Stauraum sind dann einmal, muss ich mich mal umstellen, Besteckschublade ganz oben. Darunter die eine und darunter nochmal die gleiche Schublade. Hier oben drüber noch ein kleines Staufach und auch hier mit Rüttelkante ein kleines Schränkchen. Auch das Schränkchen ist mehr oder weniger eine Option. Wer es nicht haben will, dann können wir es auch abbestellen. Wenn das Schränkchen weg ist, habe ich natürlich hier sehr viel mehr Arbeitsfläche und könnte das, wenn ich dann doch öfter mal mehr koche, toll als Ablagefläche hier benutzen. Ja, was macht den Westfalia eigentlich so besonders?
Optik seht ihr selber, ist Geschmackssache. Der eine findet es großartig, dem anderen ist, wie gesagt, etwas zu kühl. Aber auf jeden Fall ist es eine ganz besondere Optik. Aber auch das gesamte Konzept, was Westfalia an den Tag legt, ist eine relativ große Besonderheit. Wir haben hier, wie gesagt, eine Dieselheizung. Aber es ist nicht wie bei den meisten anderen Herstellern eine Diesel-Luftheizung, wie zum Beispiel die Truma oder Eberspecher oder Webasto-Heizung, die meistens verbaut wird. Sondern wir haben hier eine Westfalia-eigene Diesel-Warmwasserheizung. Das heißt, es hat so ein bisschen die Vorteile der klassischen Warmwasserheizung. Wir erhitzen den Möbelbau und die in Luft oder Umgebung nur indirekt. Das Tolle hier ist, wenn ihr das Winterpaket mitbestellt, dann haben wir eine echte Fußbodenheizung. Das heißt, wie in einem Haus zu Hause sind Schlaufen mit einer Transportflüssigkeit, die den Fußboden direkt erwärmen und die auch zum Beispiel die Duschwanne direkt erwärmen. Und dadurch habe ich ein ganz konstantes Raumklima und wenn ich die Tür aufmache, ist der Möbelbau trotzdem warm. Ja, da fragt man sich natürlich, wenn ich eine Fußbodenheizung in so einen normalen Kastenwagen mit reinpacke, wie sieht es denn dann mit der Stehhöhe aus? Da wollen wir natürlich schauen, ob das auch passt. Also zum einen meine 1,92, ich muss schon ein bisschen Kopf einziehen, passt nicht ganz. Habe aber auch dicke Sohlen an. Mal gucken, was das Messgerät dazu zu sagen hat. Hier genau in der Mitte haben wir 1,89,7, also quasi 1,90 Stehhöhe. Und dadurch habe ich dann eben einfach das, was ich draußen vorhin schon mal gesagt habe, Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank, ich koche nur noch auf Gas. Dadurch habe ich eben nur noch ganz, ganz wenig Gasbedarf. Da die Warmwasserheizung hat konzeptionell ein kleines Problem in Anführungsstrichen. Das heißt, sie braucht relativ lange, um den Raum zu erwärmen. Um dem entgegenzuwirken, baut Westfalia sogenannte kleine Booster mit ein. Das sind einfach kleine Gebläse, die warme Luft von der Heizung abtransportieren. Und damit habe ich eigentlich das Beste aus beiden Welten. Die schnelle Aufheizung der Luftheizung, solange die Booster aktiv sind und die Luft einfach verwirbeln. Und die langsame oder konstante Aufheizung der normalen Konvektoren und der Fußbodenheizung. So, das sind die Schweißfüße von Markus Günther im Sommer. Dank der Fußbodenheizung kann man ja in dem Auto auch barfuß laufen, auch im Winter. Und ich wollte für mich einfach mal ausprobieren, wie das für mich passt, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant. Und es fühlt sich direkt an wie Urlaub, weil barfuß mache ich eigentlich nur am Strand. Geht dank der Fußbodenheizung gut. Ja, serienmäßig kommt der Columbus mit 40x40 Dachhauben. In dem Fall hier haben wir sowohl hier über der Sitzgruppe eine 50x70 Dachhaube, als auch über dem Heckbett die große Dachhaube mit 50x70. Die Serienhauben wären so wie die hier. Machen wir mal hier klein. 40x40. So, damit ich nicht im Weg bin und ihr alle was sehen könnt. Also, wir haben eine Duschwanne. Die ist nicht gewaltig groß, aber ich habe auf der Toilette richtig Platz. Ich kann die Tür gut zumachen, das stößt mir nicht gegen das Knie. Die Dusche hat zwei Abläufe und was Westfalia anders macht als die meisten Hersteller ist, dass sie zwar einen Duschvorhang haben, der Duschvorhang aber nicht umlaufend ist, sondern ich schütze eigentlich nur den Bereich zum Gang hin. Dadurch habe ich nicht dieses Anschmiegsame von den anderen umlaufenden Vorhängen. Ich habe eine Duscharmatur, ein kleines Waschbecken, hier in dem Spiegelschrank eine schöne Ablage, da passt alles rein. Und ich habe natürlich viel Licht von oben, um mit der indirekten Beleuchtung hier in der Wand und der Beleuchtung dort oben auch sonst richtig viel Licht. Also für mich würde es gut passen und duschen tun ja sowieso die wenigsten Leute dauerhaft in dem Auto. Ja, ich hoffe, der Rundgang durch den Columbus 600 hat euch gut gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst das einfach unten in den Kommentaren da. Schreibt uns, was wir bei den nächsten Videos ein bisschen anders machen sollen oder welche Autos euch besonders interessieren würden. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Ich mache es mir jetzt hier auf Toilette gemütlich. Instagram nicht vergessen. Seit neuestem pflegen wir jetzt auch unseren Instagram-Account. Also wer Lust auf neue Bilder hat, schaut da mal vorbei. Auch da, ich weiß nicht, abonniert man Instagram? Ja. Man abonniert auch dort unseren Kanal. Hashtag Togo Reisemobile, so heißt es. Ich muss mich in die neue Welt noch ein bisschen reinfuchsen. Ich freue mich, euch auch dort des Öfteren zu sehen. Bis bald bei uns in Stove oder auf diesem Kanal. Viel Spaß mit den anderen Videos und tschüss. Thank you.